und herzlich willkommen bei MommyMade. Ich bin die Sarah und hier auf dem MommyMade YouTube-Kanal gibt es jede Woche ein neues Video aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. In der Regel Tutorials, aber manchmal gibt es auch Videos, in denen ich euch Maschinen oder andere Dinge vorstelle oder euch einfach Dinge erzähle, von denen ich denke, dass sie euch interessieren könnten und euch in eurem Näh-Hobby irgendwie hilfreich sein können oder weiterbringen. Das heutige Video ist genau ein solches und heute möchte ich mit euch reden über das Lutterloh-System, auch bekannt unter dem Namen der goldene Schnitt. Info an der Stelle, das hier ist kein Kooperationsvideo, also kein von Lutterloh unterstütztes, gesponsertes Video. Ich habe keinerlei Bezahlung für dieses Video erhalten. Ich habe diese sogar abgelehnt. Warum mache ich dieses Video? Ich bin Ende letzten Jahres, also Ende 2023, über ein altes Lutterloh-System aus den 50er oder 60er Jahren gestolpert, als wir in der Verwandtschaft nach einem Todesfall eine Wohnung ausgeräumt haben. Ich habe mir das angeguckt, habe dann auch im englischsprachigen YouTube-Versum den ein oder anderen Nähkanal gefunden, der Schnitte nach dem Lutterloh-System näht und habe mir dann gedacht, ich bestelle mir mal ein aktuelles, guck mir das an und mache dann ein Video darüber, was ich davon halte. Initial hatte ich sogar selber darüber nachgedacht, die Firma zu kontaktieren und denen meinerseits eine Kooperation vorzuschlagen, zu sagen, hey, wollt ihr mich nicht vielleicht dafür bezahlen, dass ich ein Video über euer System mache? Habe dann aber meinerseits davon abgesehen, weil ich tatsächlich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich gerne Dinge aufzeigen würde, die mir initial nicht klar waren zu diesem System. Dinge, die aufgrund der Kommunikation, jetzt nicht zwangsläufigerweise von der Firma selbst, sondern Dinge, die ich im Internet dazu gefunden habe, bei mir eine andere Erwartungshaltung kreiert haben, beziehungsweise ich, nachdem ich mich mit dem System ein bisschen beschäftigt habe, die ein oder andere Erkenntnis hatte, von der ich denke, dass sie auch für euch vielleicht interessant ist. Und ich gedacht habe, vielleicht kann ich auch einfach verhindern, dass Leute, so wie ich, falsche Schlüsse ziehen, ein falsches Bild haben, mit einer falschen Erwartungshaltung an dieses System gehen. Denn bottom line, ich glaube, es ist für manche Leute toll und für manche aber eben auch nicht geeignet. So, in der Zwischenzeit, so scheint es, hat die Firma Lutterloh das Thema Social Media Marketing, insbesondere YouTube, für sich und seine Marketingaktivitäten entdeckt und hat diverse Menschen, gerade auch im deutschsprachigen Raum, angeschrieben und eben eine bezahlte Kooperation vorgeschlagen, darunter auch meine Person. Da ich aber mich ja, wie gesagt, schon so weit damit auseinandergesetzt hatte, dass ich zu dem Schluss gekommen war, ich würde gerne ein Video machen, in dem ich euch eben sage, für wen ich denke, dass dieses System toll ist und für wen eben auch nicht, und ich gerne das ein oder andere darüber sagen würde, habe ich der Firma abgesagt. Und dass wir uns aber in Zukunft gerne möglicherweise über andere Arten einer Kooperation unterhalten können. Zum Beispiel könnte ich Nähanleitungen beitragen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses hier ist kein gesponsertes Video und ich sage euch in diesem Video meine persönliche Meinung zu diesem System. Die kann sich natürlich von eurer persönlichen Meinung unterscheiden oder von der von anderen Menschen. Wie mit so vielen Dingen im Leben gibt es Sachen, die für manche Leute funktionieren und für andere nicht, die manche Leute mögen und andere nicht. Und ich sage euch einfach hier meine Two Cents dazu und dann könnt ihr mit dieser Info umgehen, wie ihr möchtet. Solltet ihr also dieses System schon haben oder bereits nutzen, will ich euch das ganz sicher nicht madig machen. Ich freue mich auch über Kommentare von langjährigen Nutzern. Ich weiß, dass es die gibt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr zu denen gehört oder was eure persönlichen Erfahrungen bisher mit diesem System waren. Aber wie gesagt, möglicherweise spielt ja der ein oder andere mit dem Gedanken, sich dieses System anzuschaffen. Und es ist nicht ganz billig, wenngleich in der Kommunikation ja eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis immer sehr positiv dargestellt wird. 145 bis 180 Euro, je nachdem, in welcher Ausführung man sich das anschafft, sind nicht gar nichts. Und ich hoffe einfach, dass ich mit meinem Video hier dazu beitragen kann, dass diejenigen unter euch, für die das System geeignet ist, sich dann möglicherweise mit einem besseren Gefühl dafür entscheiden, dieses Geld auszugeben. Aber diejenigen, für die es vielleicht nicht so geeignet ist, möglicherweise sich das nochmal überlegen. So, für diejenigen unter euch, die jetzt noch gar nicht wissen, wovon ich rede, beim Lutterloh-System könnt ihr käuflich erwerben einen solchen Ordner, gefüllt mit 280 Schnittmustern in diesem Format. Ich
glaube, das ist grob A5. Die Schnitte sind nicht nach Konfektionsgrößen konstruiert, sondern nutzen den sogenannten goldenen Schnitt. Also Annahmen zur Anatomie des menschlichen Körpers bzw. zu den Maßen und in welchem Verhältnis die wie zueinander stehen beim durchschnittlichen menschlichen Körper. Der Clou ist, wie gesagt, dass ihr diese ganzen Schnittmuster eben auf engem Raum habt, nämlich in diesem kleinen handlichen Ordner. Und wenn ihr einen dieser Schnitte nähen wollt, ihr euch den anhand von zwei eurer Körpermaße, dem Brustmaß und dem Hüftmaß, auf eure Größe hochskaliert. Dazu verwendet man das spezielle in dieser Packung enthaltene Maßband, das euch sagt, welche Punkte ihr auf welche Maße vergrößern und übertragen müsst. Ihr zeichnet dann also den Schnitt, den ihr habt, in der für euch passenden Größe. So die Idee. Wie das ganz genau geht, darauf gehe ich jetzt in diesem Video hier nicht ein. Wenn ihr gerne wissen möchtet, wie das funktioniert, könnt ihr beispielsweise euch das bei der Nastja auf dem DIY Eule YouTube-Kanal angucken oder bei Tanja von Hana Kreativ, wo der Herr Lutterloh selbst euch das zeigt. Beide Videos verlinke ich euch auch in der Infobox unter diesem Video. Kommen wir zu den Dingen, die ich dazu zu sagen habe oder loswerden möchte, beziehungsweise zu den Dingen, die ich, wie gesagt, initial anders verstanden habe oder an der einen oder anderen Stelle auch anders gehört habe. Das erste ist das Thema Schnitt nach Maß, beziehungsweise handelt es sich beim Lutterloh-System um ein Schnittkonstruktionssystem? Und meine Auffassung lautet, nein, diese Schnitte sind fertig konstruiert. Genauso wie andere Schnittmuster fertig konstruiert sind. Die Basis für die Konstruktion ist eine andere als beispielsweise bei einem Burda oder sonstigen Schnitt, der Konfektionsgrößen zugrunde liegt. Aber auch die Lutterloh-Schnitte setzen ja bestimmte Maße und Maßverhältnisse zugrunde und aufgrund dieser konstruieren die ihre Schnitte. Das Einzige, was ihr mit euren beiden Körpermaßen jetzt macht, ist das ganze Ding dann auf eure Größe zu skalieren. Aber konstruiert ist dieser Schnitt schon. Wenn man genau hinsieht, stellt man auch fest, dass nirgendwo auf der Homepage und auch nirgendwo am Produkt selbst irgendwo von Schnittkonstruktion die Rede ist, sondern die Firma Lutterloh redet von einem Zuschneidesystem. Das sind feine Unterschiede. Ich weiß, dass ich ursprünglich gedacht habe, das sei ein Schnittkonstruktionssystem. Und das ist es, wie ich jetzt heute denke, nicht. Und damit sind die Schnitte, die ihr euch damit kreiert, auch keine Maßschnitte. Ja, ihr nehmt zwei eurer Körpermaße, um das ganze Ding auf eure Größe zu skalieren. Namentlich den Brustumfang und den Hüftumfang. Ein nach Maß für euch konstruierter Schnitt würde deutlich mehr eurer Körpermaße zugrunde legen. Und auch wenn ihr selber Schnittmuster zeichnet, und bei mir auf dem Kanal haben wir das an der einen oder anderen Stelle schon mal rudimentär getan, nehmt ihr mehr Maße als Basis als nur zwei. Und dann sind wir schon bei der damit einhergehenden Behauptung, die ich zumindest an der einen oder anderen Stelle vernommen habe, nämlich du nimmst zwei Körpermaße und hast dann einen Maßschnitt, beziehungsweise du nimmst zwei Körpermaße und hast dann einen Schnitt, der dir auf jeden Fall passt. Und das ist etwas, was ich so nicht unterschreiben würde. Und was meiner Meinung nach so auch gar nicht sein kann. Denn genauso wenig, wie ihr einer bestimmten Konfektionsgröße entspricht, entsprechen eben auch nicht alle Menschen den dieser Schnittkonstruktion zugrunde liegenden Körperannahmen. Es mag durchaus sein, dass ein hoher Prozentsatz, vielleicht sogar ein höherer Prozentsatz, diesen Annahmen zum menschlichen Körper entspricht, als jetzt der Annahme, dass eine Größe 38, wie sie in den Burda-Maßtabellen steht, da draußen in echt als Mensch rumläuft. Aber nicht alle Menschen entsprechen diesen Annahmen. Und dann kommt es eben auf euren jeweiligen Körper an. Es kann sein, dass ihr einen Lutterloh-Schnitt auf die angegebene Art und Weise nach Anleitung auf eure Größe vergrößert und dann passt euch das wie angegossen und dann ist das super. Kann aber auch sein, dass nicht. Relativ wahrscheinlich ist, meiner Einschätzung nach, dass ihr den fertig groß gezeichneten Schnitt auf jeden Fall, so wie jeden anderen Schnitt, auch auf eure individuellen Gegebenheiten anpassen müsst. Das fängt schon bei der Taille an, die ja in dieser Vergrößerungsgeschichte überhaupt nicht berücksichtigt wird, sondern es wird ein bestimmtes Verhältnis zwischen Brustumfang und Taille vorausgesetzt, angenommen.
Und wenn das Verhältnis bei euch anders ist, dann müsst ihr das anpassen. Ihr müsst den fertigen Schnitt an euch anhalten und gucken, wo das passt. Gleiches gilt für die Länge eines Schnittmusters. Gleiches gilt für das Thema FBA, also Anpassungen für eine größere Oberweite. Ich behaupte mal, was ihr euch mit dem Lutherloh-Zeichnen erspart, ist das ganze Thema Anpassung, wenn ihr nicht in eine Schnittmustergröße passt, sondern verschiedene Größen verbinden müsst, wie ich euch das in einem meiner letzten Videos gezeigt habe. Das erspart ihr euch. Ihr könnt also auch eher auf Zwischengrößen gehen, aber alle Details euren Körper betreffend müsst ihr dann an diesem fertigen Schnitt genauso anpassen wie an jedem anderen Schnittmuster, das ihr kauft. Das nächste ist etwas, woraus niemand ein Geheimnis macht, was auch die Firma Lutherloh nie widerlegen würde und wo auch der Herr Lutherloh zu mir gesagt hat, das kannst du ruhig in deinem Video sagen. Aber was mir, glaube ich, in der Form erst bewusst wurde, als ich das Ding in der Hand gehalten habe, und das ist die Tatsache, dass ihr wirklich nur die einzelnen Schnittteile bekommt. Ihr bekommt keinerlei Anleitung. Sprich, für Nähanfänger würde ich behaupten, ist das einfach nicht geeignet. So, und jetzt ist die Frage, wie lange man sich als Nähanfänger bezeichnet oder was in diesem Falle möglicherweise an bereits vorhandener Erfahrung auch noch zu wenig ist, um mit diesem System ein schönes Kleidungsstück zu nähen. Und da würde ich sagen, kommt es natürlich ganz, ganz entscheidend darauf an, für welchen Schnitt ihr euch aus diesem System entscheidet. Wenn das ein T-Shirt ist, und ihr habt einfach schon etliche T-Shirts genäht. Und seien wir ehrlich, ein T-Shirt ist nicht mehr als Vorderteil, Hinterteil, zwei Ärmel, fertig. Dann bekommt ihr das hin. So, aber ich behaupte mal, dass selbst jemand, der schon mehrere Jahre näht, der aber bisher immer mit Schritt für Schritt Nähanleitungen gearbeitet hat, der es gewohnt ist, entweder in schriftlicher Form eine Anleitung zu haben und sei sie noch so rudimentär, wie beispielsweise in irgendwelchen Näh-Schnittmuster-Zeitschriften oder es gewohnt ist, anhand von ausführlichen bebilderten E-Books sich Schritt für Schritt durch eine Nähanleitung zu hangeln oder anhand von YouTube-Videos, weiß ich nicht, ob so jemand tatsächlich auch nach mehreren Jahren Erfahrung weiß, wie er alle die hier abgebildeten Schnittteile so zusammenfügt, in welcher Reihenfolge und in welcher Art und Weise, dass dann hinterher das hier dabei herauskommt. Gleiches gilt im Übrigen für Details zum jeweiligen Schnittmuster, wie beispielsweise Empfehlungen zu geeigneten Stoffen, Einlagen, Verstärkungen, Fliesen, was ihr da braucht oder was sich an welchem Kragen oder an welchem Schnittteil gut bewährt hat. Dazu findet ihr in diesem System bei diesen Schnitten keine Info. Und das muss euch einfach klar sein. Punkt 3 sind für mich die Schnitte selbst. Es wird immer wieder betont, wie viele Schnitte hier drin sind. Und ja, es sind viele. 280 Schnitte sind viele Schnitte. Die Frage ist allerdings, wie viele davon sind für euch? Und spätestens da sind wir an einem Punkt, wo persönliche Meinung und persönlicher Geschmack eine Rolle spielt und möglicherweise auch das Alter. Ich habe vielerorts die Meinung vernommen, dass, wenn man eine Sammlung klassischer Schnitte sucht, man bei Lutherloh gut aufgehoben ist. Und ja, wenn ihr da durchblättert, findet ihr tatsächlich zu so etwa jedem Kleidungsstück ein Exemplar. Die Frage ist, wie ihr das findet. Ich persönlich bin hier mal durchgegangen und habe mir kleine Bapper dran gemacht. Und das Gelbe sind die, von denen ich gedacht habe, oh ja, das gefällt mir, das würde ich möglicherweise vielleicht irgendwann mal für mich nähen. Und das sind 6. Ich habe 6 Schnitte hier drin gefunden, von denen ich gedacht habe, ach ja, super, vielleicht nähe ich das irgendwann. Ein Teil davon sind aber Sachen, die ich wirklich auch nur dann nähen würde, wenn sich der Anlass wirklich bietet. Ich zeige euch kurz, welche die sind. Das ist hier ein ganz klassischer Anzug, ein Jumpsuit, kurz oder lang. Ich fand dieses Vintage-Kleid ganz interessant und hübsch. Wie gesagt, bräuchte ich dafür den Anlass. Diese Variante des Kleides könnte ich mir vorstellen bei gegebenem Anlass, weil ich das interessant finde mit diesem Transparenten über dem anderen. Ich fand das hier als Sommerkleid ganz ansprechend und das hier
wenn es den Anlass gibt, möglicherweise, aber weiß ich nicht ganz genau. Wovon ich mehr gefunden habe, sind Dinge, die ich definitiv wahrscheinlich nicht für mich nähen würde. Das hier ist natürlich ein total klassisches Outfit. Ich würde aber behaupten, dass das nicht für mein Alter ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, es altbacken zu nennen oder einfach nicht mein Style oder vielleicht eher für Frauen, die älter sind als ich. Ich weiß nicht. Ich würde das mir so nicht nähen. Gleiches gilt für diesen Blouson bzw. Mantel. Ja, ich habe so Schnitte schon gesehen, aber das ist jetzt kein Schnitt, der mich anspricht. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich weiß gar nicht. Es ist irgendwie nicht so meins. Ich finde einige dieser Schnitte tatsächlich sehr 80er vom Schnittfall. Was ist bitte das? Entschuldigung. Aber das hier ist sehr 80er, wie ich finde. Ich weiß nicht, wann ich sowas jemals nähen würde. Das hier mit diesen Rüschen und Schleifchen, wie gesagt, das bin vielleicht auch einfach nur nicht ich. Das mag ja sein, dass ich eher so der Fall für Gradliniges bin als für Rüschen und Gedöns, aber ich frag mich, wer sich das näht. Das war noch so ein Beispiel. Ja, klar, kann man machen, wäre halt echt nicht meins. Und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sage, ja, sieht schick aus, aber ist definitiv irgendwie eher für ältere Damen, glaube ich. Ich würde das so nicht nähen oder tragen. Und Rüschen hier so am Jackett, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach nicht der rüschige Typ. Ich kenne aber auch niemanden, der das ist. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, dass da für mich nicht so viel drin ist. Was aber möglicherweise gar nicht stimmt, sondern möglicherweise daran liegt, dass es mir vielleicht schwerfällt, mir einen Schnitt in echt vorzustellen, den ich hier an diesen Modellzeichnungen nur sehe. Und ich glaube, dass das vielen Menschen so geht. Ich glaube, dass die meisten von uns sich einen Schnitt und ob der für uns in Frage kommt oder nicht, sich besser vorstellen können, wenn wir den in echt, als echtes Kleidungsstück, an einer echten Person sehen. Und das ist auch der Grund, weshalb es bei sehr, sehr vielen Schnittherstellern zu jedem Schnittmuster eben nicht nur eine Modellzeichnung gibt oder eine Schnittzeichnung, sondern eben auch Designvorschläge. Fotos von Menschen unterschiedlicher Körperkonstitution, die dasselbe Kleidungsstück tragen in unterschiedlichen Größen und auch aus unterschiedlichen Stoffen genäht. Und das hilft dabei, sich zu entscheiden, ob man sich diesen Schnitt vorstellen kann oder nicht. So, das heißt, wenn ihr kein Problem damit habt, dass ihr keine echten Bilder an echten Menschen von diesen Schnitten seht, sondern wirklich nur diese Zeichnungen habt, wenn ihr da durchblättert und sagt, oh wow, das sind aber wirklich viele Schnitte, die cool sind, dann ist das super. Meine Empfehlung wäre, blättert da mal durch oder beziehungsweise guckt euch das an. Es gibt genug Videos auf YouTube, bei denen Leute das Ding durchblättern. Es gibt auf der Homepage von Lutherloh selbst, kann man sich die Schnitte angucken, die enthalten sind, sowohl in dem System als auch in den regelmäßig erscheinenden Zusatzheften. Und guckt, ob euch das anspricht. Die reine Zahl, dass, yeah, ich habe 280 Schnitte irgendwo rumliegen, bringt mir persönlich tatsächlich wenig. Ja, auf die reine Zahl gerechnet, ist das ein unschlagbarer, wahnsinnsbilliger Preis. Wenn ich da rausgehe und einen Einzelschnitt kaufe, Papierschnitt, zahle ich auf jeden Fall zwischen, ich sag mal, 10 und 20 Euro für ein Schnittmuster. Ich persönlich gehe allerdings tatsächlich lieber los, vergleiche Tragebilder von unterschiedlichen Schnitten und entscheide mich dann für einen bestimmten Schnitt und zahle dann meinetwegen auch 15 Euro, als dass ich sage, ich will einen Jumpsuit nehmen, also nehme ich auf jeden Fall einfach mal den aus diesem System, sondern wenn ich einen Jumpsuit nähen will, würde ich persönlich mir im Internet verschiedene genähte Jumpsuits von verschiedenen Herstellern angucken und mich aufgrund der Tragebilder entscheiden, was ich denke, was am besten zu mir passt. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Für Leute, die schon lange nähen, die keine Anleitungen brauchen, die sich vorstellen können, wie ein fertiger Schnitt aussehen wird, wenn sie einfach nur eine Zeichnung sehen, und die wissen, wie sie alle diese Sachen zu einem schönen Schnitt zusammenpassen und auf ihren Körper anpassen können, für den ist dieses System super. Wofür es auch super ist, tatsächlich, ist, wenn ihr euch selber mit dem Thema Schnittzeichnung auseinandersetzen möchtet. Wenn ihr anfangt, euch damit zu befassen,
wie ihr vielleicht für euch selber Schnittmuster zeichnen könntet, dann hat das hier den Vorteil, dass ihr 280 Schnitte hier drin habt. Ihr müsst die ja so nicht nähen, aber ihr bekommt zumindest eine Idee, aus welchen Schnittteilen ein Blazer besteht, beispielsweise. Oder wie ein solcher Kragen als Schnittmuster aussieht. Ihr habt Beispiele für unterschiedliche Ärmelformen, unterschiedliche Hosenformen, unterschiedliche Rockformen und könnt da einfach mal durchblättern und euch das angucken und vielleicht daraus etwas lernen. Wenn ihr 280 Schnittmuster anderer Hersteller kaufen würdet, um einen Fundus zu haben, wo ihr gucken könnt, wie sieht denn eigentlich so eine Kapuze aus oder wie sieht denn, aus was für Schnittteilen besteht denn so ein Blazer oder wie mache ich denn so ein Revers, wie sieht das denn aus im Schnitt? Dann müsstet ihr eine Menge Geld investieren. Hier habt ihr für 145 Euro eine relativ große Sammlung an Schnittmustern, auf die ihr drauf gucken könnt und an denen ihr euch orientieren könnt. Dafür ist es auf jeden Fall cool, da zu haben. Wenn ihr noch nicht so lange näht, wenn ihr auf jeden Fall darauf angewiesen seid, dass ihr Anleitungen habt, wie ihr zu einem Kleidungsstück kommt, wie ihr diese unterschiedlichen Schnittteile zusammenfügt, wie bestimmte Details genäht werden, also Abnäher oder ein Reißverschluss eingenäht wird oder ähnliches, dann ist dieses System nicht für euch. Beziehungsweise muss euch in dem Fall klar sein, dass ihr wirklich nur diese Schnittteile bekommt und ihr dann eben irgendwie selber rausfinden müsst über YouTube-Videos oder über Internetrecherche oder über Bücher, wie ihr die einzelnen Sachen selber macht. Das ist möglich, aber eben mit mehr Arbeit verbunden, als wenn ihr jetzt einfach einen Schnitt mit einem ausführlichen E-Book oder einer Videoanleitung irgendwo kauft. Und wie gesagt, die schiere Menge, das schiere Haben von 280 Schnittmustern bedeutet nicht, dass ihr da wirklich alles habt, womit ihr bis ans Ende eurer Tage glücklich werdet, sondern ihr werdet, vermute ich, trotzdem noch rechts und links gucken und das ein oder andere Schnittmuster kaufen, das euch eher anspricht oder eher euren Vorstellungen entspricht. Möglicherweise auch allein deshalb, weil ihr woanders eben Tragefotos gesehen habt. Ein letztes Thema, das ich so ein bisschen kritisch sehe, ist das ganze Thema platzsparende Aufbewahrung von unfassbar vielen Schnittmustern. Ja, initial sind die alle in diesem kleinen Ordner, aber ihr zeichnet die ja, wenn ihr die näht, auf eure Größe und dann habt ihr große Papierschnittmuster, wie bei jedem anderen Schnitt aus. Und die müsst ihr dann auch irgendwo aufbewahren, es sei denn, ihr entscheidet euch, die immer wieder wegzuschmeißen und neu zu zeichnen. Weiß ich nicht. Bleibt mir eine häufige Frage zu beantworten, die in letzter Zeit hier eingetrudelt ist, nämlich, wenn du dieses System hast, wird es dann bei dir auf dem Kanal Nähanleitungen dazu geben? Und die Antwort lautet, schauen wir mal. Nein, die Antwort lautet tatsächlich tendenziell zu Schnitten aus diesem Grundsystem eher nein. Allein schon aus dem Grund, weil ich hier auf dem Kanal nicht etwas nähen möchte, das ich dann empfehle und die Leute sagen, oh, das ist aber ein toller Schnitt und dann ist die einzige Möglichkeit für diese Menschen, an diesen Schnitt zu kommen, 145 Euro auszugeben. So, das heißt, das wird es tendenziell nicht geben. Ich habe mich aber auf der H&H, wie erwähnt, mit dem Herrn Lutterloh unterhalten. Möglicherweise sind da für die Zukunft Dinge in Planung, die sich insbesondere eben auch an eher Nähanfänger oder weniger Geübte richten und für die es dann Nähanleitungen geben soll. Und möglicherweise würde ich dann an der einen oder anderen Stelle auch meinerseits da Nähanleitungen beitragen. Das war aber jetzt nur ein initiales Gespräch. Da gibt es noch keine Details. Ich weiß auch nicht, ob sich der Herr Lutterloh nach diesem Video von mir hier heute überhaupt noch mit mir unterhalten möchte oder nicht. Das werden wir sehen. Wenn sich da konkretere Pläne abzeichnen, erfahrt ihr es hier auf dem MommyMade YouTube-Kanal beziehungsweise auch bei mir auf Instagram oder Facebook, wenn ihr mir dort auch folgt. So, das waren wie gesagt meine Two Cents zum Lutterloh-System. Ich hoffe, das hilft euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiter, um ein besseres Bild davon zu bekommen, ob das System für euch persönlich geeignet ist oder nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise wie gesagt auch sehr, sehr gerne eure eigenen Erfahrungen mit dem Lutterloh-System, so ihr schon welche habt, sammeln können. Hier auf dem Kanal geht es ansonsten weiter mit Näh- und DIY-Tutorials. Wir haben uns in letzter Zeit hier auf dem Kanal
vermehrt gerade dem Thema Anpassen von Schnittmustern auf den eigenen Körper gewidmet. Schaut euch dazu gerne auf meinem Kanal um. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Mommy Made YouTube Kanals sein, könntet ihr das an dieser Stelle nachholen. Wenn ihr zusätzlich das Glöckchen aktiviert, informiert euch YouTube auch über neue Videos von mir und ihr verpasst nichts davon. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mua.